Liebe Brüder und Schwestern, Guthirtensonntag, Sonntag der geistlichen Berufungen, Weltgebetstag um geistliche Berufungen, Muttertag, so vieles fällt zusammen an diesem Sonntag. Jesus, er ist der gute Hirte. Und alle Getauften sind sozusagen seine Schafe, gehören zu seiner Herde. Ein Bild, das uns vielleicht nicht immer so geläufig ist, aber dennoch, ein guter Hirte behütet seine Schafe, er setzt sein Leben ein für die ihm Anvertrauten. Jesus, er hat das bewiesen. Er hat sein Leben hingegeben für uns, um uns zu retten, zu befreien, zu heilen. Ja, und er ist nicht nur der gute Hirte, er ist, wie wir in der Lesung gehört haben, zugleich auch das Lamm Gottes. In dieser Lesung aus der Offenbarung des Johannes, wo Johannes in einer Vision Gott sieht, Gottes Thron und dieses Lamm, das Jesus selber ist. Er ist das wahre Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist für unsere Sünden als Sühneopfer für uns, um uns in seinem eigenen Blut reinzuwaschen von aller Schuld, von aller Sünde, damit wir befreit werden aus der Macht des Bösen, des Teufels, damit wir neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und das Motto dieses Weltgebetstages um geistliche Berufungen heißt ja, seid bereit. Ja, sind wir bereit? Wir müssen eigentlich immer bereit sein. Zuerst bereit sein, ja, auf Gott zu hören, ihm zu vertrauen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören, der das Wort Gottes ist, das lebendig macht. Jesus, er selber, ist dieses lebendig machende Wort, das Geist und Leben ist. Es heißt in der Lesung, das Lamm wird sie hinführen zu den Quellen des Lebens. Ja, das möchte Jesus schon hier und jetzt tun, uns hinführen zu den Quellen des Lebens, der wahren Freude, der Zuversicht. Ja, wie erfüllt waren die ersten Jünger, der Apostel Paulus, Barnabas, von dieser Freude im Herrn, von dieser Freude des Heiligen Geistes. So froh, so glücklich, an Jesus glauben zu können, ihn zu kennen, dieses neue Leben zu empfangen in der Taufe, dieses neue Leben, ja, zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes. So müssen auch wir uns immer fragen, sind wir bereit, auf Jesus zu hören, ihm zu vertrauen? Ja, sind wir bereit, auch ihm nachzufolgen, auch in schweren Stunden? Er hat ja das Kreuz für uns auf sich genommen. Er ist den Weg des Opfers gegangen, den Weg der wahren Liebe. Die wahre Liebe ist immer bereit zum Opfer, sucht nicht immer den bequemen Weg, nicht immer nur das, was angenehm ist, sondern die wahre Liebe ist auch bereit, etwas hinzugeben. Das zeigt uns Jesus durch sein Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Er ruft uns in seine Nachfolge und er sagt zu uns vielleicht auch, höre auf meine Stimme, sei bereit, mir zu vertrauen. Ja, sind wir bereit, ihn zu bezeugen mit unserem Leben, auf dem Weg des Kreuzes zu gehen, das Kreuz nicht wegzustoßen? Sind wir bereit, ja, Jesus zu verkünden? Wir sind hier im Kloster auch ein wenig betroffen, ja noch immer
erschüttert von diesem Unfall da draußen vor der Kirche, vielleicht haben Sie es gesehen, die halbe Mauer da draußen am Gehsteig ist eingerissen. Ein Motorradfahrer ist gestern in der Früh, ungefähr um 5 Uhr, da dagegen gefahren, mit anscheinend ganz großer Geschwindigkeit. Er war natürlich sofort tot. Und wir fragen uns, war er bereit für diese Stunde? War er bereit, in die Ewigkeit zu gehen? Wahrscheinlich hat er ja sicher nicht daran gedacht, zu sterben. Aber wie schnell kann das gehen? Wie schnell kann dieses irdische Leben vorbei sein? Also müssen wir uns auch fragen, auch wir als Brüder, ja, wir als Pfarrgemeinde, als Gottesdienstgemeinschaft, sind wir bereit, Gott zu begegnen? Sind wir bereit, alles zurückzulassen? Oder hängen wir noch so sehr an den irdischen Dingen, an Geld und Besitz, an Macht, an Ansehen, ja, an Menschen? Sind wir bereit, ja, für den Herrn, für die Begegnung mit Gott, mit Jesus? Das ist unser Ziel, unsere Bestimmung. Wir sind ja bestimmt für das ewige Leben. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist ja dieses irdische Leben sehr kurz. Wie schnell vergehen die Jahre, die Jahrzehnte, gerade dann, wenn man zurückschaut, wie schnell vergeht die Zeit. Und da draußen vor der Kirche, da liegen noch viele kleine Teile von diesem Motorrad herum. Ich habe herumgeschaut. Und da habe ich ein kleines Teil gefunden, ein kleines Plastikteil, da steht Stopp darauf. Ich glaube, das war diese Taste. Eine Nottaste gibt es ja bei den Motorrädern, wo man nicht mehr bremsen kann. Wenn man da drauf drückt, dann stoppt der Motor, stoppt das Gas. Da steht Stopp drauf. Manchmal ist es wirklich notwendig, auf diese Stopp-Taste zu drücken, bevor es zu spät ist. Manchmal rasen die Menschen so dahin, ja nicht nur auf dem Motorrad, sondern überhaupt im Leben. Man hat keine Zeit mehr für Gott, keine Zeit mehr für die Familie, für die Mitmenschen. Gott schenkt uns eine Stopptaste, ja jetzt bei diesem Gottesdienst, dass wir uns wieder neu besinnen auf das Wesentliche in unserem Leben, auf das, was wirklich zählt, auf unsere Beziehungen zu Gott und zueinander. Wir feiern morgen Muttertag. Und jede Mutter ist ja so ein Beispiel für das, was wirklich wichtig ist. Letztlich zählt die Liebe, die wir einander schenken, die Zeit. Wie kostbar ist diese Zeit, die wir in Liebe, in Gemeinschaft miteinander verbringen. Die Zeit, die wir einander widmen, die Aufmerksamkeit, die Güte, die Barmherzigkeit, die Bereitschaft, immer wieder zu verzeihen. Das macht unser Leben wertvoll, das baut Gemeinschaft auf. Das sind die Wege, die zum wahren Glück und zum wahren Frieden führen. Erlassen wir uns vom Herrn neu aufrütteln, ja neu erfüllen von seinem Geist, von seiner Kraft, von seiner Freude, von seinem Licht, dass wir das Dunkel, das in unserem Leben ist, überwinden, das Dunkel der Sünde, des Egoismus. Ja, und rufen wir die Gottesmutter Maria an. Sie ist ja unsere wahre Mutter im Himmel. Sie ist unsere Mama, können wir sagen. Sie ist wirklich die beste aller Mütter für uns. Ihre Fürsprache können wir uns anvertrauen. Sie hilft uns immer, damit wir zu Jesus finden, damit wir zum ewigen Leben und zum wahren Glück finden. Amen.